Ja, moin Leute. Da stand gestern am Rande von dem Waldgebiet, war so ein Wanderparkplatz am Ende einer Straße. Machte guten Eindruck, war schön ruhig, weit weg von allem. Halb elf kamen zwei Autos an mit zehn Jugendlichen. Und da fing die dort an, Radio laufen zu lassen und zu beten und zu trinken und gut, ich dachte ja, soweit, wenn sie nicht benehmen und nichts machen, ist das okay. Aber dann kam noch ein Auto. Und dann dachte ich jetzt langsam, das wird vielleicht doch eine größere Party hier. Dieses, die ganze Nacht raven und Party machen und dann stinkbesoffen vielleicht noch irgendwelche Indien. Und da dachte ich, jetzt fährst du doch lieber weg. Und da bin ich ja eigentlich auf dem Weg, dass ich gesagt habe. Und stehe halt hier in diesem Gartengebiet oder was das auch immer sein soll. War aber auch okay. Da ist auch kein Betrieb oder so, dass hier Leute rumrennen und Großwohling ist. Aber da ist von auch. Jedenfalls sind nie laut. Sind die drei Anwohner, die hier ab und zu mal losfahren oder so. Ich war übrigens gestern hier einkaufen in Ungarn. Wir hatten eine gepflegte Bierabteilung. Unter anderem habe ich mir einfach nur wegen dem Namen. Mal sehen, ob die schmecken. Also gekostet haben sie nie spottbillig. Also ich könnte eure Schiss. Es steht zumindest drauf, dass es richtiges Bier ist. Aber das steht ja auf dem Grafenwalder oder wie das bei uns heißt hier auch drauf. Da hätte ich dem ja gleich mal Müll mitgeben können. Die schicken tatsächlich hier in Ungarn jemanden zu Fuß los, der die Mülltonnen leer machen muss. Aber was ist denn, da gibt es eine Sonne, da kann ich gleich etwas Müll mit reintun, wenn ich dann abhaue. Wasserflaschen nehme ich zwei leere mit. Es gibt ja eine Quelle hier. Na gut. Eine leere und eine halbvolle. Was ich immer cool finde. Es sieht kein Schwein, da ich hier drin sitze. Kannst Leute beobachten. Sieht zwar manchmal komisch aus, weil sie so hierher gucken, aber wenn ich nicht gerade im Gegenlicht sitze, dass man den Schatten auf der Scheibe sieht,
Ich krieg hier noch was mit, das erinnert mich jetzt. Ach so, eine Taschenlampe will ich mitnehmen. Weil das Licht, ich meine, manchmal eine Taschenlampe von Vorteil. Ja, wir machen jetzt uns auf den Weg zum Siebenbündel. Naja, ein kleiner Spazierweg. Wanderung kannst du dazu nicht sagen. Eine siebenfache Quelle, wenn du von allen sieben Wassern was trinkst, wird dir ein Wunsch erfüllt oder so. Was mich daran jetzt auch reizt, dass ich da hingehe, da ist ein Cache in der Nähe und den will ich mir dann holen. So, immer den Vögeln nach. Das ist nämlich der Sergeri Gerigilli. Österreichische Name fällt mir gerade nicht ein. Brundel. Sieben Brundel. Also sieben Brunnen. Oder so ähnlich. Auf Österreichisch. Und Ungarisch hätte ich ja auch sieben. Ah, hier ist der Lost Place. Wir haben ja erstmal zwei große Garagen. Ersatzteillager. Achso, das war keine Garage, das war irgendeine Werkstatt oder irgendwas. Gut, das war eine Küche hier. Wird wohl mal eine Art Ferienhaus oder sowas gewesen sein. Ach so, müssen wir vielleicht so einschalten. Duschen. Oder so. Ich tippe eher auf Duschen. Und das war klug. Da haben wir noch. Vergitterte Fenster, aber kein Tresor hier drinnen. Mächtig, gewaltig. So, hier sind wir in der Küche.
mit Durchreiche zum Essensraum. War ein Schiebefenster, was man dann hier so hochschieben konnte. So, hier ist Schluss. Das war der Eingang für Bedienstete. Die kamen gar nicht hier drüben rein. Und hier auch Heizung. Aber hier konnte man das Essen bestellen. Viel Auswahl hatten sie wahrscheinlich nicht. Essen A oder Essen B. Aber ich muss nur irgendwie eine Treppe hochgeben. Dicke Eisenrohre als Geländer, Stadtgeländer. Das ist ein bisschen Licht. Ich glaube, ich habe irgendwas gelesen. Pech liegt im zweiten Stock. Ich halte die Augen ein bisschen offen, aber suche noch nicht speziell. Lasst mal bloß auf den ersten Blick, ob es was Mögliches gibt hier. Nur hier die Frage, was ist zweiter Stock? Second Floor und First Floor und Second Floor? Oder Erdgeschoss und erster Stock und dann zweiter Stock? Wie war das hier im alten Bahnhof? Da stand doch drauf. Kowalski, mach mal die Asche raus. Aber ein Ferienhaus fordert meines Erachtens auch nie. Was war denn das hier? Der Essensraum ist ziemlich klein. Was könnte das mal gewesen sein? Irgend so ein Armeeobjekt. Da brauchst du ja auch wieder Zimmer, wo du die Leute unterbringst. Schöne grüne Dächer. Was den zweiten Stock angeht, der ist ja eine Etage tiefer. Nur so nebenbei bemerkt. Also doch eine Wunder. Ich lieg doch gar nicht so falsch.
Der Lost Place im Background wurde von uns als ehemalige Kaserne angesehen. Beweise bestimmt, eine Heilanstalt war es sicher nicht. Nun kommen hier die Neugierigen und Abenteurer zu ihrem Vergnügen. Auch wenn es nichts wirklich zu entdecken gab, ist so ein Lost Place schon immer schön. Was den zweiten Stock angeht, der ist hier eine Etage tiefer. Da müsste man wirklich googeln, was das gewesen war und wann das stillgelegt wurde. Interessant, wie groß die Bäume hier sind. Und was die für Wurzeln ausgebildet haben. Hier hat sie sogar den Stein gesprengt. Die Stützen in der Mitte sind aus Holz, aber die Dachkonstruktion, der Dachstuhl selber, das ist der Stahl. Ich hatte ja vorhin auch schon vermutet, es ist in Richtung Armeeobjekt, kleine Kaserne, irgend sowas. Also Ferienheim war das garantiert nie. Schon bei dem polnischen hier im Sprengstoffwerk war ja schon schwer. Ach, und hier ist überall. Deswegen liegt hier die Asche überall schon unten, weil hier alle reingetatscht haben und nach dem Cash gesucht haben. Ach, ich will ihn hier in allen. Alle Dinge reingreifen und nicht dreckig machen. Weil ich noch nicht weiß, ob ich heute Abend mal zum Duschen komme. Ich könnte gut und gerne noch 5 Stunden hier drinnen suchen. Weiß auch nicht. Immer hast man das zweite Haus. Das war wohl nur Sanitätstrakt hier. Ja, und wenn das Armee ist, dann Duschraum. So. Seifenablege, denkt so weit unten. Wenn es ja mehr wert war, ist das für die gedacht, die diese Schnauzbrüche nutzen. Da kommt nicht die Rückseite dran festhalten. Was wird denn das gewesen sein? Türe sieht niedrig aus. Oh, die Badewanne, cool.
Ja, Notju war der Raum. War das die Armee der Nuvum Quitana? Ach, wenn das eine Art Hundestaffel war, dass das Hundehütten waren. Ja, auch die Verbitterten. Das wird es gewesen sein. So könnten die hier raus und hätten sie nicht ein bisschen Auslauf noch. Ja, Auslauf ist übertrieben, aber. Laut Koordinaten bin ich hier am nächsten dran. Gehen wir nochmal raus. Ja, aber wir jetzt davon ausgehen, dass hier so die Erde gepasst hat. Und so sind wir noch mal an der Quelle, da kann ich wieder ein bisschen abwaschen. Ich denke auch, das war wohl nicht. Also den Cache habe ich noch nie gefunden. Ich habe es dann einfach abgebrochen, weil ich keine Chance mehr sah. In den Löchern war nichts. Ansonsten habe ich keine richtigen Verstecke dort weiter gefunden, gesehen. Habe die benachbarten Räume, also dort, wo die Koordinaten am besten passten, nochmal rechts und links daneben nochmal kurz geguckt, aber nichts gefunden. Ähnliches, was ich mir gemacht habe, ich habe mir den Unterarm richtig schön schwarz gemacht mit der Asche. Aber ich konnte mich ja da an der Quelle bzw. am Bach dann waschen. Ich habe mir auch nochmal versucht, jetzt tiefer zu suchen, was das mal gewesen ist oder sowas. Da habe ich gar nicht weiter drüber gefunden. Aber ich gehe voll davon aus, dass das so eine Grenzhundestaffel oder sowas gewesen ist. Weil die Dinger da hinten, ich hatte erst gedacht, das wären Ziegenställe oder sowas, aber Ziegenställe bei einer Armee, beziehungsweise wenn man danach ausgeht, dass das Armeeobjekt gewesen ist, wäre ein bisschen Quatsch. Aber ich denke mal, mit der Hundestaffel liege ich gar nicht mal so falsch. Und 89 wurde ja dann die Grenze geöffnet in Ungarn. Im Sommer hatten sie ja da irgendwelche Sicherungsanlagen oder so abgebaut und nicht mehr ganz so scharf bewacht. Da fing das ja dann an, dass die alle über Ungarn nach Österreich fliehen wollten, die DDR-Bürger.
Und am 11. September 1989 hat Ungarn die Grenze komplett geöffnet, habe ich schon gerade gelesen. Das habe ich damals gar nicht so direkt mitgekriegt. Aber jedenfalls war es ein interessantes Objekt, das mal so anzugucken. Danach habe ich mir dann noch die Quelle angeguckt. Ich blende mal kurz ihr Bild ein. Werde ich in einem anderen Video nochmal mit ansprechen. Bis zum nächsten Mal.